Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Matrixer mit Jonathan und Shiva. Ja, heute gleich im Anschluss ein weiteres Video von uns, weil wir da ein sehr spannendes Thema entdeckt haben. Du hast da ja gut zu recherchiert, hast ja auch einen Artikel darüber geschrieben. Worum geht es denn heute? Heute geht es um etwas Unglaubliches. Da ist etwas in Miami passiert und das geht momentan viral durchs Internet. Und es ist schon sehr spannend, was da los gewesen ist. Ja. Ja, wir lassen Jonathan erzählen, die Geschichte, was ist da passiert, was hat er recherchiert. Und dann erzähle ich euch, wie verhält es sich wirklich, was ist da wirklich passiert. Denn wir haben wieder eine Abfrage gemacht. Wir haben auch Inspirationen und Eingaben bekommen, worum es sich wirklich handelt. Und das verraten wir euch gleich. Und zwar am 1. Januar, gleich auf Neujahr, ist etwas sehr Seltsames in Miami passiert. Und zwar rannten plötzlich Leute in der Bayside Mall in Florida, in Miami, panisch aus der Mall heraus. Polizei kam mit 70 Streifenwagen und 300 Polizisten an. Am Himmel sah man schwarze Helikopter. Und es gibt da Videos drüber. Ist auch schon überall im Mainstream sogar darüber berichtet worden. Und da ging es dann so richtig ab. Und jeder, der aus der Mall herausgerannt kam, so panisch, wurde von der Polizei eingesammelt und musste sein Handy vorzeigen, seine Kamera abgeben und. Eher ließen sie die Leute nicht weitergehen. Und man kann sich das Chaos da vorstellen, ne? Autos, Gehupe, Schreie von Menschen, Helikopter am Himmel und alles. So, ja, am Abend war das halt alles, ne? Und da gab es natürlich dann auch Leute, die eben dort in der Nähe wohnen. Und die haben dann von da aus dann die ganze Schlange der Polizeiautos gefilmt und jeder versuchte irgendwas einzufangen, damit klar wird, was ist in der Mall passiert. Ja, und dann stellte sich heraus, dass irgendwie laut Polizei mehrere Jugendliche dort gewesen sind, die hätten dort mit Feuerwerkskörpern in die Geschäfte geschossen oder hätten in der Mall herumgeschossen. Ja, aber solch ein Polizeiaufgebot für vier Jugendliche? Und da haben natürlich die Leute sich interessiert, was ist da wirklich passiert? Ja, und dann tauchten mit der Zeit danach immer mehr Zeugen auf, die in der Mall gewesen sind. Und die sagten, das wäre völliger Unsinn, was die Polizei erzählt. Das stimmt überhaupt nicht. Da waren keine Jugendlichen, die mit Feuerwerkskörpern gespielt hätten in der Mall, sondern, und jetzt kommt das Unglaubliche, in der Mall hätte sich ein Portal geöffnet. Da sind einige 3 Meter große Aliens aus dem Portal herausgekommen. Sehr schlank und sehr groß halt. Und sahen so gräulich aus. Und in dem Moment wäre eben die Panik ausgebrochen. Die ganzen Leute konnten gar nicht glauben, was sie da sahen. Und sind dann irgendwie panisch weggerannt und wollten alle nur zum Ausgang. Und da sind natürlich alle panisch zum Ausgang gerannt. Zumindest haben sie es versucht. Und die Polizei kam dann gleich an mit all den Streifenwagen, die sie eben in Miami zur Verfügung hatten. Haben alles rund um die Mall abgeriegelt. Der Flughafen wurde sogar angewiesen, alle Flüge zu canceln. Und keine weiteren Flugzeuge durften starten. Und also da war richtig was los. Ja.
Donald Trump wurde ja auch in einen geheimen Sicherheitsraum oder so gebracht. Ja, gleich, oder? Genau. Donald Trump war zufälligerweise auch gerade in Miami und er wurde sofort in einen Sicherheitsraum gebracht, weil man eben nicht wusste, was da jetzt los ist in Miami. Und der Trump hat dann auch noch irgendwie getwittert, was ist los in Miami? Ich werde das aufklären, ich werde das regeln. Ne? So in seiner Art, wie er so mal drauf ist. Ne? Und auch einige andere haben eben darüber geschrieben. Und interessanterweise kam nach diesem Ereignis auch eine Stellungnahme der Miami Police Department. Die haben eben dann einen Polizisten so an so einen Tisch gesetzt und der sollte jetzt eine Stellungnahme verfassen. Und der erklärte, ja, das mit den Aliens ist völliger Unsinn, das ist völliger Quatsch. Und haben auch noch ein paar Witze gemacht, haben noch so einen Alien eingeblendet, der irgendwie so in die Kamera gewunken hat und so. Und meinte, da waren Jugendliche, die haben eben da mit Feuerwerkskörpern rumgespielt und haben da auch in die Geschäfte reingeschossen. Irgendwer hat dann angerufen bei der Polizei und gesagt, ja, hier sind Jugendliche, die machen hier so viel Mist. Und andere haben angerufen und haben gesagt, es wäre eine Schießerei in der Mall. Ne, weil sich die Feuerwerkskörper so ähnlich wie Schüsse angehört hatten. Und deshalb seien sie mit diesem großen Aufgebot gekommen. Aber es gab doch Videos, oder nicht? Nein, gab es nicht. Denn erstens verhielt es sich so, dass alle panisch waren und nur zum Ausgang rannten. Nicht einer hat sich getraut, stehen zu bleiben und mal zu filmen. Ja, die Polizei hat natürlich alle, die aus der Mall herauskamen, sofort abgefangen, hat deren Handys und Kameras konfisziert, Fotos, alles. Die durften erst gehen, nachdem festgestellt worden war, dass sie keine Fotos gemacht hatten, weil es schien ein paar zu geben, die haben trotzdem Aufnahmen gemacht. Irgendwie. Ne, in der ganzen Panik. Doch dummerweise ist es so, dass eben diese Aufnahmen noch nicht an die Öffentlichkeit geraten sind und ja auch direkt gelöscht wurden von der Polizei, beziehungsweise die haben die Handys dann eingesammelt und werden dann wahrscheinlich die Aufnahmen so löschen, dass man die nicht wiederherstellen kann. Das ist ja wichtig. Ne? Einfach was aus dem Handy löschen reicht oft nicht. Das kann man ja wiederherstellen. Also musste die Polizei die Handys einsammeln und mitnehmen erstmal, die Personalien aufschreiben und dergleichen und dann kriegen sie wahrscheinlich irgendwann ihr Handy wieder. Ja. Und die Stellungnahme des Police Departments in Miami, da verhielt es sich so, dass die natürlich sagten, das waren nur ein paar Jugendliche. Aber warum dann der ganze Aufriss, fragen sich viele. Und es gab dann einige interessante Kommentare im Internet, wo dann zum Beispiel einer sagte, ich wohne in Miami und das Police Department hat noch nie irgendeine Stellungnahme per Video veröffentlicht. Das haben die noch nie gemacht, für irgendeinen Fall. Und es gab hier weitaus größere Fälle, wo sich vielleicht mal eine Stellungnahme ja, vielleicht gelohnt hätte. Aber zu dem Thema machen die eine Stellungnahme? Dann tauchte ein Zeuge auf, der sagte, er wäre mit seiner Freundin in der Mall gewesen zum Einkaufen und plötzlich hätte es überall Schreie gegeben und dann hätte er auch Schüsse gehört und alle sind dann wie bekloppt zum Ausgang gerannt. Und er sagte, jeder, der ihm entgegenkam, schrie, da sind Aliens. Und das ist natürlich schon mal sehr interessant. Und er sagte, es war ihm auch nicht möglich, das Handy rauszuholen und was zu filmen, weil die ganze Menge ihnen entgegengerannt kam. Da kam man nicht durch. Die hätten sich also durch die Menge durchwühlen müssen, um zu dem Ort zu kommen, wo sich die Aliens aufgehalten haben. Ne? Jedenfalls, ein anderer Zeuge meinte, ein Alien wäre direkt an ihm vorbeigegangen. Und sagte er, er hätte solch eine Angst gehabt. Und die Aliens hätten einen nicht angeguckt, es sei denn, man hat sich bewegt oder Geräusche gemacht. Dann hätten sie einen angeschaut. Wenn man ganz still stehen blieb und nichts tat, wären sie einfach an einem vorbeigegangen. Und man rechnet da mit also
drei bis sechs Aliens oder so, die dort aus dem Portal herausgekommen sind. Und interessanterweise gab es natürlich auch Aufnahmen von außerhalb der Mall, von den Anwohnern. Und da sieht man die ganze Polizei, wie die so ringförmig so vor dem Ausgang der Mall sich platziert hatten, mit gezückter Waffe hinter dem Polizeiauto und so. Und da gibt es eine Aufnahme, da sieht man einen Alien, sehr verwaschen, weil die Person hat das aus mehreren hundert Metern Entfernung mit dem Handy aufgenommen und das nachts, sieht man da verwaschen eine sehr große Gestalt, die vor der Mall herläuft. Und alle sagten, das war der Alien, also einer von den Aliens, der da herumlief. Und interessanterweise hat die Polizei aus Miami dazu auch was gesagt. Und so haben die gesagt, ja, da liefen zwei Polizisten vor der Mall herum, die haben dort Wache gehalten. Und aufgrund der schlechten Auflösung des Videos sind die irgendwie überlagert worden. Und das sieht dann so ein bisschen aus wie ein Alien. Interessanterweise sind aber die Polizisten, die hinter den Autos knien und da ja nur ein paar Meter von entfernt sind, die sehen nicht überlagert aus. Die sehen ganz normal aus. Also ein sehr spannendes Thema, was da abgelaufen ist. Also ihr könnt da mal nachschauen im Internet. Miami Aliens oder sowas vielleicht als Suchbegriff. Und jedenfalls auch bei Instagram, bei YouTube gibt es jetzt zig Videos zu dem Thema. Und wir dachten, wir würden da mal etwas zu sagen, weil das ja ein großes Ereignis ist. Ja, das größte in der Geschichte der Menschheit. Jedenfalls, wenn es offiziell wäre. Ja. Also es ist ja eigentlich in Wahrheit offiziell. Und natürlich fragen sich jetzt viele Leute, ja, waren da wirklich Aliens? Oder waren das wirklich nur Jugendliche, wo man eben dachte, die muss man sofort einsammeln, bevor die Mall explodiert oder so? Man weiß es nicht. Und klar, viele fragen sich, was ist da wirklich passiert? Und es sind einige Zeugen aufgetaucht, die eben bestätigen, dass da Aliens gewesen sind. Und haben auch Videos dazu veröffentlicht oder unter den Videos Kommentare geschrieben wie, ich war vor Ort, ich habe das doch gesehen, die Regierung lügt, die Polizei lügt. Alles Quatsch, da waren wirklich Aliens, wir schwören. Ne? Ja. Und da haben wir natürlich gedacht, ja, waren denn da wirklich jetzt Aliens oder nicht? Oder wer hat da jetzt recht? Was stimmt jetzt von der Version? Weil Fakt ist, ein riesiges Aufgebot mit 300 Polizisten und Hubschraubern und was weiß ich nicht alles, ist schon Anzeichen dafür, dass die Alien-Theorie stimmen könnte. Ne? Denn schwarze Hubschrauber bedeutet ja immer irgendwie geheimes US-Militär. Was hat das denn da zu suchen, wenn so ein paar Jugendliche da Quatsch machen in der Mall? Ne? Und da haben wir gedacht, gut, dann werden wir uns mal dem Thema annehmen und werden mal medial abfragen. Ne? Naja, also du hast ja gerade recherchiert, ich hatte nicht so richtig zugehört eigentlich und dann kam mir so die Eingebung. Also ich hatte das noch gar nicht gehört mit den Hubschraubern und all dem und dann kam mir eben die Eingebung, nee, das sind wirklich Aliens gewesen. Aber es handelt sich um eine geheime Militäroperation. Und dann hast du eben weiter recherchiert und ein Video geschaut. Und dann haben sie wirklich gesagt, da waren schwarze Hubschrauber. Nachdem ich halt diese Eingebung hatte, dann dachte ich, okay, dann fragen wir die Geschichte doch mal ab. Dann scheint ja doch was da dran zu sein. Mhm. Und ja, in den Medien wird behauptet, es handelt sich um Tall White Aliens. Tut es nicht. Es waren tatsächlich Aliens, aber es war eine von den 10 Milliarden Grey-Rassen, große Grey, eine von den großen Grey-Rassen. Und ja, das ist eine Zusammenarbeit zwischen dieser Grey-Rasse und dem US-Militär und der Regierung, um die Menschen eben vorzubereiten, dass es tatsächlich Aliens gibt. Denn die Sache ist ja, es gibt drei Parteien, die an Aliens glauben. Die Zweifler und die nicht an Aliens glauben. Und durch diese groß angelegte Aktion haben sie jetzt natürlich auch alle Zweifler auf ihrer Seite. Also jetzt glauben natürlich auch alle Zweifler. Normalerweise die Zweifler, ja, glaube ich an Aliens oder nicht, sind zumindest offen für andere Themen. Und wenn dann das Miami Police Department sagt, nein, da waren keine Aliens, dann sind alle Zweifler überzeugt,
Doch, das sind Aliens gewesen. Ja, jedenfalls steckt da die Agenda dahinter, die Menschen zu überzeugen, es gäbe Aliens. Jetzt ist natürlich auch die Frage, warum wollen sie denn die Menschen überzeugen, es gäbe Aliens? Mhm. Und wir kennen ja die ganzen Agendas auf dieser Welt und was sie vorhaben, wie alle Statisten entfernen zum Beispiel, oder den Großteil. Und da brauchen sie ja natürlich auch eine Rechtfertigung. Und was würde sich dann besser machen als eine Fake-Alien-Invasion für das, was auch immer noch kommen mag? Ja, also das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ne? Mhm. Also es gibt da einen investigativen Journalisten in Amerika, der nennt sich Dr. J. Okay. Ja, ist sein Pseudonym, weil wir wissen ja, investigative Journalisten sind nicht so gern gesehen. Mhm. Bei den Mainstream-Medien und bei den Regierungen. Und der sagte eben, er ist überzeugt, das war eine False-Flag-Operation. Also das wusste ich alles nicht, das haben wir alles erst danach recherchiert, richtig, nachdem wir alles abgefragt und die Eingebungen bekommen hatten. Ja, genau. Und da habe ich ja natürlich weiter recherchiert und dann hat sich diesen Dr. J gefunden. Er sagte, ja, er hatte auch recherchiert ohne Ende und er hat auch herausgefunden, das waren definitiv Aliens. Er hätte 10 Zeugen gefunden, die in der Mall gewesen sind und 7 davon, die sich untereinander nicht kannten, haben bestätigt, ja, da waren Aliens und wir haben die gesehen. Die haben die auch beschrieben, alles. Und er sagt eben, seiner Meinung nach höchstwahrscheinlich eine Militäroperation, also vom geheimen US-Militär, genau, um die Menschen eben so langsam vorzubereiten, Leute, es gibt wirklich Aliens, ja, und die sind uns nicht wohlgesonnen. Was natürlich der größte Bullshit ever ist. Ja. Anyway, okay, es gibt natürlich auch die Aliens, die uns nicht wohlgesonnen sind, aber die würden sich nie öffentlich in dem Sinne zu erkennen geben oder uns direkt angreifen. Die machen das alle geschickt hinten herum. Von daher, ja, False Flag, US-Geheimmilitär ist halt einfach. Und wer von euch den Film Die fünfte Welle kennt, da wird ja eigentlich schon beschrieben, wie Aliens vorgehen könnten, um die Erde zu erobern beispielsweise. Ha, okay. Und dieser Film ist irgendwie auch, würde ich sagen, unter dem Narrativ erstellt worden, ne, es könnte eine Alien-Invasion geben und die werden dann so vorgehen. Ne, und in der fünften Welle, in dem Film, kommt das auch alle vor. Ne, und zwar Überschwemmungen, ne, und Viren. Und all diese Sachen kommen darin vor. Ne? Auch schon sehr interessant, oder? Allerdings, das ist ein verdammt guter Geheimtipp, dieser Film, wer sich gerne vorbereiten möchte für das kommende Jahr, so ab Juni. Ja, wer weiß, was da noch kommt. Dann ist da jetzt irgendwie kürzlich noch was durchgesickert. Ja. Und zwar hat irgendein Whistleblower behauptet, er wäre bei einem geheimen Treffen eines Komitees dabei gewesen, wo jemand einen Vortrag gehalten hat, ne, halt über Beamer und so. Ach so. Und dort eine Tabelle zu sehen war, und zwar ein 10-Jahres-Programm. Genau, ein Vorschlag. Ein Vorschlag. Ein 10-Jahres-Programm, wie man die Menschen eben jetzt darauf vorbereiten kann, dass Aliens wirklich existieren. Wir blenden jetzt mal das ein, was er fotografiert hat, der Whistleblower. Der Whistleblower hat also von seiner Position aus mal irgendwie heimlich mit dem Handy so ein Foto gemacht. Versucht das zu übersetzen irgendwie. Ja, und hat das Foto dann eben weitergegeben. Und da sah man eben nur eine Folie auf der Leinwand. Und da haben sich natürlich jetzt einige dran gemacht, diese Folie so gut wie möglich zu entziffern. Und wir blenden euch mal das Ergebnis ein. Und da seht ihr ja zum Beispiel, dass da mehrere Phasen geplant sind, um die Menschen eben darauf vorzubereiten. Hier die große Entdeckung, ne? Das neunte Weltwunder. Ja, in Wahrheit. Ja. Da habe ich mein Leben lang von geträumt. Ja, genau. Ist halt so. Aliens gibt es wirklich und es gibt gute und böse Aliens und ja.
Ich meine, so eine Alien-Fake-Invasion ist auch eine tolle Rechtfertigung. Es wird, wenn dann, keine normal ganz völlige Fake-Invasion sein, sondern tatsächlich so eine Mischung aus denen, die eben mit dem Militär zusammenarbeiten und den großen Greys. Also es wird teils, teils. Teils halt mit Bloombeam und teils dann halt echte Objekte. Ja, das glaube ich auch, weil die in der Mall aufgetaucht sind, die Aliens, die schienen ja echt gewesen zu sein. Und diese Aliens haben anscheinend mit dem Militär abgesprochen, ja, pass auf, ihr macht hier ein Portal auf. Genau, ne? Genau. Ja, so wie du das abgefragt hast, ne, hast du ja bestätigt. Und ihr taucht in der Mall auf und macht mal so richtig Ärger da. Das haben sie gut geschafft. Ja, haben sie gut geschafft. Also das ist wirklich so, ja, wahrscheinlich das Jahresgespräch in Miami. Ne? Das mit der Mall und den Aliens. Ja, absolut. Ja. Aber schon ziemlich phänomenal, was da so gelaufen ist. Ja. Und ja klar, also kann man so sehen. Ne? Die haben sich mit dem Militär abgesprochen hier, ne? Und das sieht man ja auch auf diesem Screenshot von diesem Vortrag, dass da die erste Phase dazugehört. Und da steht ja sogar oben fett 1. Januar. Ja, genau, da steht 1. Januar bei. 1. Ja. Januar, ne? Offenlegung, sowas sozusagen, ne? Ja, ja, so eine Art Vorbereitungsphase, ne? Wo man den Menschen also irgendwie immer zeigt, hier, guck mal, da sind Anzeichen dafür, dass hier Aliens sind auf der Erde. Oder wenn man sich daran erinnert, an diese ganze Untertassengeschichte, ne, wo dann plötzlich in allen Nachrichten erschien, ja, 3 Objekte wurden von Abfangjägern abgeschossen, diese Objekte sind unbekannt. Ja. Das war ja auch schon Teil dieser Vorbereitungsphase. Na, jedenfalls häufen sich jetzt die Zeugenaussagen, weil in der Mall müssen ja viele 100 Leute gewesen sein, wenn nicht 1000. Und da darf man gespannt sein, was da noch alles an Zeugenberichten auftaucht. Ne? Und auch die ganzen Überwachungskameras wurden ja in der Mall von jedem Geschäft konfisziert von der Polizei. Und irgendwie, ja, gibt es halt leider keine Fotos, wie so oft. Aber interessant finde ich dabei, dass zum Beispiel momentan ja auch die Epstein-Liste rumgeht. Ja. Zuerst dachten wir nämlich, ne, das sei eine Vertuschungsaktion für diese Liste. Aber leider war das nicht so. Vielleicht, ja. Aber hilft vielleicht auch. Ja, interessant finde ich, dass Videos, die von der Epstein-Liste handeln, die werden teilweise auf Instagram einfach gemutet. Das heißt, das Audio wird einfach gelöscht, sodass du nur die Leute da stummfilmen siehst. Ne? Und andere Videos werden gelöscht oder, ja, zensiert auf manchen Portalen, ne? Aber bei dem Alien-Vorfall in Miami wird nichts gelöscht. Die werden auch nicht geshadowbanned. Ne? Das heißt also, geshadowbanned bedeutet, dass sie von den Suchergebnissen nach unten geschoben werden, damit man die nicht so leicht findet. Und lief die Alien-Aktion auch in den Mainstream-Medien? Ja. Ach, ja. Ja. Wow. Also Rolling Stones hat sogar darüber berichtet, New York Post, CBN und wie sie alle heißen. Oh, okay. Ja, überall kann man das nachlesen. Dann steckt da eine Agenda dahinter. Man weiß ja nicht. Okay. Ja, eben. Ne? Das war jetzt also nicht irgendwie, wie man es gewohnt ist, dass irgendein Blog mal was veröffentlicht hat oder so, ne? Und irgendwo war eine Bestätigung. Nee, die ganze Bandbreite an Medien, Mainstream-Medien, alternative Medien, alle berichten darüber. Okay, dann... Ja. Alles klar. Nur unterschiedlich. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, klar, weil die Mainstream-Medien sagen natürlich hier, alles Quatsch, das waren nur Jugendliche. Aber trotzdem wird dadurch jeder darauf aufmerksam gemacht. Jeder wird damit erreicht, egal welche Weise. Richtig. Was man darüber denkt, was man davon hält, waren es Jugendliche oder Aliens, ist dabei völlig egal. Nee, denn die Leute diskutieren jetzt. Richtig, die Leute diskutieren darüber. Die Information ist eben verbreitet worden und das ist denen auch sehr, sehr gut gelungen. Ja. Ja. Ja, apropos Zeugenaussagen häufen sich. Wir kommen langsam zum Ende des Videos. Mhm. Es häufen sich aber nicht nur die Zeugenaussagen, sondern auch die Ereignisse in diesem Jahr und
da wir nicht öffentlich auf YouTube darüber sprechen dürfen, aus diversen Gründen, erklären wir euch dann vielleicht, machen wir ein Zoom-Meeting für die Vorbereitung auf das Jahr 2024. Das ist mir sehr wichtig, dass ihr hoffentlich dabei seid und wir euch vielleicht ein bisschen aufklären können und ihr irgendwie vorbereitet seid. Also Zoom-Meeting am 3.2.2024. Ja. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sind schon am Ende des Videos und wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr davon gehört habt und was ihr davon haltet, wie eure Meinung ist. Das würde uns sehr interessieren. Aliens are real. Yeah. Schöne Woche und einen schönen Montag. Ciao. Ciao.